Mikro. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Videoblog Bundesliga. Und wir sind im Spieltag 22, wenn ich mich recht entsinne. Da gibt es auch das ein oder andere interessante Spiel auf jeden Fall. Es geht eigentlich schon heute Abend los, und zwar Wolfsburg gegen Bremen. Wolfsburg gegen Bremen, wieder so ein Spiel, wo ich kurz davor bin, für den Außenseiter zu tippen, weil Bremen hat das letzte gewonnen, aber Bremen hat das letzte Spiel auch mit ein bisschen Matchglück gewonnen, weil es waren ja im Endeffekt Standardsituationen und nicht aus dem Spiel heraus, aber sie sind halt kämpferisch gut. Wolfsburg hat logischerweise immer das Potenzial zu gewinnen, gerade zu Hause, zeigen es halt nur nicht so wirklich, das ist halt echt schwer. Ich habe momentan ein 1-0 für Wolfsburg drin stehen. Ich bin mir echt unsicher. Ich traue Bremen ohne Scheiß. Ich traue denen auch ein 2-1 zu. Ich glaube, ich tippe jetzt um. Ja, umtippen ist immer scheiße. Dann ärgert man sich doppelt, wenn es nicht funktioniert. Aber ich glaube, ich tippe jetzt auf 2-1. Also ich traue Bremen nicht zu, dass sie zu 0 wieder spielen. Aber ich denke, dass Bremen gewinnt. Ich sage 2-1 Bremen. 2-1 Bremen. Wolfsburg ist einfach so am Abkacken. Die werden schön den Trainer nochmal wechseln. Vor Ende der Saison. Vielleicht direkt nach dem Spiel. Ich denke, Bremen wird gewinnen. Darmstadt gegen Augsburg. Auch so ein Spiel, wo ich kurz davor bin, für den Darmstadt-Verein zu tippen. Augsburg ein bisschen am Abkacken, aber eigentlich potenziell die bessere Mannschaft. Darmstadt zu Hause immer schwierig. Ich sag mal 1, ich habe momentan auf 2-0 Augsburg getippt, aber ich tippe jetzt um auf 1-0. Auf 1-0 Darmstadt. Eieiei. Ich werde es schon kommen sehen. Die beiden Spiele, Wolfsburg gewinnt 1-0, Augsburg gewinnt 2-0. Egal, ich tippe jetzt 1-0 Darmstadt. Ich sehe einfach Darmstadt gerade zu Hause kämpferisch so stark mit Altintop, dass sie gegen Augsburg gewinnen werden. So, und RB Leipzig gegen Köln, da sage ich, dass RB Leipzig gewinnt zu Hause. Die haben zwar zwei Spiele in Folge verloren, aber dann das letzte wieder gewonnen gegen Steige Gladbacher. Zu Hause sind sowieso eine Macht, haben sie bisher erst einmal verloren gegen Hamburg. Köln ist zurzeit nicht ganz so stark, wie sie mal waren in der Saison. Modest macht nicht mehr ganz so viele Tore, aber sie sind natürlich immer noch gefährlich. Trotzdem denke ich, dass Leipzig zu 0 spielt und 2-0 gewinnt. Freiburg gegen den BVB, ach, auch ein schwieriges Spiel. War auch kurz davor, für Freiburg zu tippen, aber ich tippe jetzt, also im Moment tippe ich auf den BVB 2-1. Ich tippe in dem Spiel auch nicht um. Aber ich, boah, das ist schwierig. Freiburg nicht schlecht. Der BVB lässt immer mal ein Spiel weg. Von daher traue ich hier Freiburg auch den Sieg zu. Aber ich tippe erstmal auf den BVB mit 2-1. Potenziell gesehen sind sie auch die bessere Mannschaft. Bayern München gegen Hamburger SV. Hamburg hat eine richtig geile Quote. Hamburg hat eine Quote von 17,5, das heißt, wenn ich einen Euro auf Hamburg tippe, auf den Sieg Hamburg, dann kann ich 17,50 € gewinnen, das ist ja krass. So eine hohe Quote habe ich lange nicht mehr gesehen, aber die letzten Jahre hat Hamburg auch immer verloren. Und ich habe momentan auch 3-1 für Bayern München getippt. Natürlich, so wie Bayern momentan spielt, das kann auch andersrum ausgehen, also nicht 3-1 für Hamburg, aber es kann auch ein Unentschieden werden oder ein knapper Sieg für Hamburg, aber ich sage trotzdem, Bayern München zieht das Ding. Leverkusen gegen Mainz 05. Da gehe ich auch einfach auf den Heimvorteil. Leverkusen scheint sich auch momentan gerade so ein bisschen zu fangen. Chicharito auch stark, Bellarabi richtig, richtig stark. Und ich denke, mit den beiden in der Offensive wird das kein Problem gegen Mainz 05 werden und die werden gewinnen. Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt. Topspiel am Samstagabend. Hat auch das Potenzial zu einem Topspiel, würde ich sagen. Bin am Überlegen. Ich glaube, ich gehe auch hier wieder auf den Heimvorteil und sage, Hertha gewinnt. Ich weiß nicht, Vedat Ibisevic müsste halt mal wieder durchdrehen. Hat lange keine wirklich krassen Spiele mehr gemacht. Frankfurt haben auch das Potenzial zu gewinnen mit Meier, aber wie gesagt, ich tippe hier auf den Heimvorteil und sage, dass Hertha BSC das Ding zieht. Ingolstadt gegen Gladbach. Da ganz klar Gladbach. Ich meine, die haben jetzt gestern das Europa League Spiel gehabt. Ich bin gerade am Überlegen, ob dieses für Furore sorgende Comeback, wo drei Tore Stindl macht, ob das eher Energie gegeben hat oder ob die das so ausgelaugt hat, dass Ingolstadt zu Hause gewinnt. Das ist, denke ich, schwierig. Kann echt beides eintreten. Auch hier wieder, natürlich ist Gladbach die bessere Mannschaft.
Ich habe nur ein 1-0 auf Gladbach getippt, weil ich denke, die haben anständig Federn gelassen, die werden nicht mehr ganz so spritzig sein, aber die werden schon gewinnen. Knapper Sieg für Gladbach, 1-0. Schalke 04 ist auch so ein Katerspiel, Sonntag, da kommen ja immer mal solche langweiligen Spiele. Ich meine, im Endeffekt kann es auch ein Unentschieden werden, aber tippe ich nicht mehr diese Saison, habe ich ja gesagt. Schalke 04 gegen Hoffenheim, da werde ich auch einfach Schalke 04, die haben zwar auch jetzt am Mittwoch ein Europa League Spiel gehabt, aber wie gesagt, am Mittwoch, das heißt, sie hatten noch einen Tag länger Zeit zum Regenerieren. Oh, aber Hoffenheim ist auch eine sehr starke Mannschaft. Was ist denn das eigentlich? Total unfair, oder? Dass Gladbach 15:30 Uhr rein muss und Schalke 17:30 Uhr, weil Gladbach hatte ja einen ganzen Tag weniger Zeit zu regenerieren und jetzt auch noch ein paar Stunden weniger bis zum Spiel. Also, das ist ein bisschen merkwürdig, aber egal. Ich denke, ich bleibe trotzdem bei Schalke, auch wenn Hoffenheim steige ist, einfach weil Schalke auch gerade einen sehr guten Lauf hat. Wobei, die haben nur 1-1 gespielt gegen Paok. Schwer, schwer, schwer. Hoffenheim, Hoffenheim, Hoffenheim. Schalke, Schalke oder Hoffenheim. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich auf Hoffenheim umtippe. Glaube ich tippe auf Hoffenheim um. Die haben nur 1-1 gespielt. Die haben sich etwas verausgabt. Die haben, denke ich, jetzt wieder ein zu überschwängliches Gefühl und werden deswegen gegen Hoffenheim verlieren, oder? Oder? Oh, das ist ein schweres Spiel. Schalke oder Hoffenheim. Ich meine, Hündler hat ein Tor gemacht, der ist vielleicht heiß. Ich weiß nicht, ob sie ihn von Anfang an spielen lassen. Ich tippe wieder um auf Schalke. 2-1 Schalke. Nun gut, jetzt tippe ich aber nicht nochmal um. Das soll es gewesen sein. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit wir euch loben. Packs jetzt bis zum nächsten Mal. Tschüss.